is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? In den Höhlen und Klüften der Erde. Da wird man in die Höhlen der Felsen gehen und in die Klüfte der Erde vor dem Schrecken des Herrn und vor seiner herrlichen Majestät, wenn er sie aufmachen wird zur Schrecken der Erde. Die Verborgenen sind wegen der Feindschaft der Menschen gegen Jahwes Gesetz zerstreut worden. Sie sind von allen irdischen Mächten unterdrückt worden. Sie sind durch die Gewalttätigkeit ihrer Feinde in die Felsklüfte und Höhlen der Erde zerstreut worden, weil sie Jahwes Gesetz treu und gehorsam sind. Doch die Rettung für das Volk Gottes ist schon unterwegs. Gott wird sich ihren Feinden als ein Gott der gerechten Vergeltung erweisen. Aus den Klüften und Höhlen der Erde, in denen sich das Volk Gottes versteckt hatte, werden sie als seine treuen und zuverlässigen Zeugen herausgerufen. Die Menschen, die mit ihrer Rebellion prahlten, werden sich so verhalten, wie es in Offenbarung Kapitel 6, die Verse 15 bis 17 geschrieben ist. Genau in diesen Klüften und Höhlen finden Sie genau die Aussage über die Wahrheit in den Briefen und Veröffentlichungen als Zeugnis gegen Sie. Die Hirten, die ihre Schafe auf falsche Wege geführt haben, werden den Vorwurf vernehmen, der gegen Sie erhoben wird. Du warst es, der sich über die Wahrheit lustig gemacht hat. Du warst es, der uns sagte, Gottes Gesetz sei abgeschafft. Es sei ein Joch der Sklaverei. Du warst es, der die falschen Lehren vorbrachte, als ich davon überzeugt war, dass diese siebenden Tagsadventisten die Wahrheit hatten. Das Blut unserer Seelen klebt an deinem Priestergewand. Wirst du jetzt das Lösegeld für meine Seele bezahlen? Was sollen wir jetzt tun, die wir da noch vertreten, Bibelauslegung zugehört haben? Die Wahrheit, die uns gerettet hätte, wenn wir ihr gehorcht hätten, hast du als Lüge hingestellt. Wenn Christus kommt, um an denen Vergeltung zu üben, die die Leute dazu erzogen und angeleitet haben, Gottes Sabbat mit Füßen zu treten, sein Denkmal niederzureißen und mit den Füßen das Futter seiner Weide platt zu treten, dann ist alles Jammern vergeblich. Wer den falschen Hirten vertraute, hätte im Wort Gottes selbstständig nachforschen können. Sie werden entdecken, dass Gott jeden Menschen richten wird, der die Wahrheit kannte und sich vom Licht abwandte, weil es Selbstverleugnung und das Kreuz bedeutet hätte. Felsen und Berge können sie nicht vor dem Grimm dessen verbergen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. The Lord is coming. Are you ready?